Anfang Oktober geht es für die Europa in die Blohm- und Voss-Werft nach Hamburg. Neben turnusmäßigen TÜV-Prüfungen und technischen Wartungen wird es auch optisch viele Veränderungen und Neuerungen an Bord geben. Es ändert sich einiges. Wir haben in 2 Wochen viel auf der Uhr. Wir werden in allen Kabinen die Nasszellen anfassen, was auch ein ziemlicher logistischer Aufwand ist, weil in allen Kabinen gleichzeitig gearbeitet wird. Ein Highlight wird auf jeden Fall der Umbau der Clipper Lounge sein, die ziemlich umfassend umgebaut wird. Die Herausforderung ist, das alles parallel zu meistern, mit der Vielzahl an Handwerkern, die es zu koordinieren gilt. Und in diesen 2 Wochen kommen auch immer Unwegsamkeiten auf einen zu, die es kurzfristig zu lösen gilt. Damit alles zeitlich klappt, wurde ein großes Team aufgestellt. Fast 900 Arbeiter packen gemeinsam an. Mittendrin der erfahrene Kapitän Behrendt. Ich habe die nicht mehr mitgezählt. Ich war allerdings beim Bau dieses Schiffes bereits in Helsinki dabei, die erste Werftzeit danach, nach einem Jahr. Meine persönlichen Arbeiten oder Aufgabe ist darin, einfach um Dinge mit zu koordinieren, mit den verschiedenen Gewerken, wo hier und dort Abstimmungen getroffen werden muss. Der Kapitän ist natürlich seit Beginn der Planung involviert und der weiß in groben Zügen schon, was passiert. Aber wir haben auch tägliche Meetings, aus dem kommen wir gerade, und da halten wir uns gegenseitig auf Stand. Nach der ersten Woche ist die Europa kaum wiederzuerkennen. Innenarchitekt Jochen Hagen zeigt die Highlights der Baustelle. Wir gehen jetzt ins Europa-Restaurant, das auch einen relativ umfassenden Umbau erfährt. Wir bekommen neue Kronleuchter, die wachsen jetzt gerade, das ist ganz spannend. Jetzt momentan werden gerade Bodenbeläge neu verlegt und deswegen ist da jede Menge Action. Dieser Kronleuchter ist im Prinzip ein Kunstwerk, bestehend aus tausenden dieser Glasfaser-Elementen, die in sich leuchten werden, und das ist eine ziemliche Konstruktion. Zwei Wochen später ist es geschafft. Die neuen Bereiche können endlich der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das Gatsby's, das Hauptrestaurant Europa, die Wohnbereiche der Penthouse-Suiten, die Badezimmer der Veranda- und Penthouse-Suiten und der Empfangs- und Buffetbereich im Lido-Café. Die ehemals maritime Clipper-Lounge ist kaum wiederzuerkennen. Die neue Entertainment-Bar Gatsby's bietet den Gästen auch ein neues Unterhaltungskonzept. Ich bin sehr zufrieden und wir stehen ja gerade in einer neu gestalteten Lounge, die ehemals Clipper-Lounge, die jetzt Gatsby's heißt, und das ist unser aller Stolz. Wir wollen an die alten Zeiten anknüpfen. Früher hat man den Aperitif zelebriert und hat sich getroffen, hat was zusammen getrunken, und das ist eigentlich auch das, was wir mit der Gatsby's auch erreichen möchten. Wir haben eine eigene Cocktailkarte kreiert mit Drinks, die man in den 30ern getrunken hat, die Forgotten Cocktails, die werden hier wieder aufgelebt. Es wird jeden Abend vor dem Essen ein kleines Entertainment-Programm hier geben, das sind unterschiedliche Genres, die stattfinden. Etwas, worauf wir auch sehr stolz sind. Wir haben ja Stabilisatoren an Bord, die bisher mit Schmierstoffen betrieben wurden. Und wir haben jetzt in der Werft umgestellt und können ab sofort die Stabilisatoren mit Bioöl betreiben. Das heißt, ab heute läuft die Europa mit Salatöl aus, um die Stabilisatoren einzusetzen.